Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modworld. Ja, was geht's jetzt so ab hier bei mir? Nicht viel, nicht viel, wie immer. Leute, ich habe entschlossen, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen farmen. Ich war ja schon farmen und habe schon ein paar Ressourcen zusammengesammelt. Aber ich habe festgestellt, ich brauche definitiv noch mehr, weil das bisschen reicht gar nicht, um ein Haus zu bauen. Und ich dachte, wir erforschen mal ein bisschen den Untergrund weiter. Ich habe mich inzwischen schon zum runtergebuddelt bis zum Ende, also bis zum Bedrock. Und habe viele Ressourcen gefunden. Ein paar Dias, hier Redstone. Hier sind noch ein paar Blöcke, die ich noch ja nicht so kenne. Lava habe ich auch schon gefunden. Allerdings dachte ich mir, wir gehen jetzt mal auf Ebene 10 hoch. Nehmen wir 11, dann haben wir gleich mehr in Sicht. So, und dann meinen wir uns hier mal ein bisschen durch. Mit viel Glück finden wir eine Höhle oder so. Nebenbei muss ich gucken, ob ich nochmal nach oben muss, weil ich habe keine Fackeln dabei. Gut, diese komischen Steine geben mein Licht. Gold hätten wir schon mal. Nehmen wir gleich mal mit. Da haben wir noch mal ein bisschen Redstone. Müssen halt aufpassen. Höhle? Höhle. Ja, machen wir uns hier mal ein Loch rein. Kohle. Boah, so viele Orts, die ich eigentlich noch ja nicht kenne. Und wo ich noch gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ein bisschen habe ich ja schon abgebaut. Ich dachte, wir meinen mal eine Runde zusammen. Damit da auch seht, dass man das wirklich abbaut. Wo bin ich denn hier? Ach, wieder in meinem Gang. So. Nur weiß ich ehrlich gesagt immer auch noch nicht, was ich damit mal anfangen soll. So, rennen wir mal in die Richtung. Oh, da wird's dunkel. Ups. Da wird's auf einmal ganz, ganz hell. Hurra, die Lava, die ist da. Aber Leute, was ich sehe, ist, glaube ich, ein Wasserblock. Den werden wir jetzt öffnen. Genau, es war ein Wasserblock. Der Vorteil bei Wasserblöcken ist, sie geben ein Wasser. Allerdings kriegt man das nicht wieder weg. So, dann können wir allerdings jetzt auch hier aufmachen. Und hier aufmachen. Das lassen wir jetzt offen für Licht. Weil wir hier einen Wasserblock haben, laufen wir einfach hier ein Stück an der Seite weiter. Dann haben wir erstens Licht, ohne Fackeln zu benutzen. Ich glaube, da war schon wieder Lava. Ne, das war Eisen. Der Vorteil ist, wir können so schnell ein Netherportal bauen. Was ist denn das? Aha. Auf jeden Fall Wasserblock. Oder? Nee, das war Lapis. Boah, die sehen ja gleich aus. So, kriegen wir hier jetzt noch ein bisschen Licht hin mit der Lava. Was wir zum Beispiel machen könnten, wir könnten jetzt hier abbauen.
und uns Obsidian klar machen. Was wir ja definitiv brauchen werden. So, machen wir Wasser wieder weg. Und schon haben wir Obsidian. Die Frage ist, ist hier unten auch noch Lava? Ja. Gut, Wasser wieder her. So, und jetzt können wir in Ruhe uns schnell Obsidian farmen. Brauchen 14 Stück, 4 Stück habe ich schon zu Hause. Und dann haben wir schon geschafft in der vierten Folge uns ein Netherportal zu bauen und in den Nether zu gehen. Also das finde ich ja richtig tutti. So, hier auch noch 14 Stück brauchen wir. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 6er plus 4 macht 10. Das heißt, uns fehlen jetzt noch 4 Stück für den Netherportal. Der Vorteil ist halt, dass die Lava gerade gut ist. Das heißt, wir haben definitiv unser Muss zusammen. Das heißt, durch schnelles Farming haben wir unser Portal zusammengebaut. Ich hoffe, das ist auch dann an einer guten Stelle. War das nun doch kein Wasserblock, sondern doch? Muss ja ein Wasserblock sein. Gut. Sei dahingestellt. Wir jumpen mal auf der Schnelle zurück und bauen uns unser Netherportal. Entschuldigt. Nicht mal ein Haus, aber ein Netherportal. Ist klar. Oh, es ist nachts. Normalerweise beende ich ja die Folge, wenn es nachts ist. Und ich habe Hunger. Ich habe gar nichts zu essen. Nee, ich habe wirklich gar nichts zu essen. Ist hier ein schön heiß jetzt rauszugehen, glaube ich. Wenn ich schnell schaffe, zu meinem Bett zu kommen, schaffe ich es, die Nacht zu überleben. Und wir haben es geschafft. Wir haben die Nacht überlebt. So, jetzt sind wir bei dem Teil, wo wir uns kein Feuerzeug haben. Ja, nee, ist klar. Ein Creeper hat mir mein Bett zerstört. Wundervoll. Und meine Kiste? Nee, meine Kiste ist noch ganz. Ja, gut. Alle lieben Creeper. Bett hin. Wir brauchen Ofen. Wir nehmen die Kohle, wir nehmen Eisen, wir nehmen. Das sollten wir alt haben, um. Alter, mach keinen Scheiß, lass mich am Leben. Haben wir Essen? Haben wir noch? Hat er mich nicht gesehen. Ich brauche unbedingt Essen. Oh, das wird knapp. Wird knapp. Schlimm ist nämlich, dass ich keinen Safe habe. Kommen die denn auf einmal alle her? Die Knarre hätte ich auch gerne.
hier ein Ohr? Ich dachte, wir haben Creeper. Gut. Wir müssen vorankommen. Wir machen uns einen Ofen. So, und in den Ofen schieben wir auch sehr schnell unser Eisen rein. So, Eisen machen. Und jetzt mir fehlt doch noch Obsidian. Wo ist mein Obsidian hin? Kack. Mir fehlt Obsidian. Ich muss doch noch mal runter. Junge, warum kann ich dich nicht töten? Warum explodieren die? Al-Qaida am Sprengstoffgürtel um. Ach komm, ich habe mich schon so gefreut, in der Folge wenigstens noch das Ding zusammenzukriegen. Und jetzt sieht es richtig kacke aus, damit ich es noch schaffe. Aber jetzt, wenn ich mich beeile, könnte ich das hinkriegen. Jump mal schnell. Wo war das? Nein. Wo war das? Hier dürfte auch noch Obsidian sein. Sag ich doch. So, schnell. Da war ich schon. Elbe haben wir. Sollten wir 13 haben, ja? Vielleicht in Obsidian fehlt mir jetzt noch. Ein einziger. Oh, ein bisschen Platz machen hier. Für mehr Obsidian. Und da schon wieder ein neuer Ohr. Was ich noch nicht kenne. So, jetzt sollten wir bei 14 sein. Dürfte jetzt reichen. Das wird echt knapp jetzt. Mit viel Glück schaffen wir es gerade mal so noch einmal ins Emnenetha zu gehen. Nicht schon wieder Nacht. Wie schnell wird das denn Nacht, ey? Nee, doch nicht. Nur Tag. Vorsicht. In der Zeit müsste Eisen fertig sein, damit ich ein Feuerzeug kriege. Da haben wir auch schon Eisen. Glimmstone haben wir auch. Und jetzt machen wir uns auch sehr schnell noch ein Feuerzeug. Wie war denn jetzt mit Feuerzeug so? So. So. Alles klar haben wir. So, jetzt nehmen wir unser Zeug. Ich bin auch gefändet, dass wir liegen bleiben.
vorschlagen, machen wir da drüben auf der Insel. So. Eins. Zwei. Drei. Ich weiß ja nicht, ich baue jetzt gerade richtig. Ich glaube ja. Werden wir jetzt sehen. Ich habe ein bisschen überzogen gerade. Aber ich denke mal, das haben wir uns verdient. Wir gehen noch einmal oder endlich das erste Mal in Mod World in den Neta und hoffen, wir haben eine gute Stelle gefunden. Den Himmel wollte ich auch mal. Ich habe jetzt schon Angst. Wir sind nicht gerade wirklich. Doch, sind wir. Wir sind gleich unten am Lavasee. Das ist das Perfekteste, was mir ehrlich gesagt passieren konnte. Gleich an den Lavasee zu kommen. Ich bin so begeistert. Wörtlich. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Meine Begeisterung pur. So. Und weil es so schön ist. Allerdings sollten wir uns eine bessere Stelle aussuchen. Machen wir noch schnell einen Screenshot hier. Und zwar. So. So gefällt es mir, glaube ich. Gucken wir mal. Ziehen wir extra die Sachen dafür aus. Platz müssten wir haben. Oder? So, so ist es so cool. So, Leute. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen guten Tag, gute Nacht, gute. Weiß ich nicht, wann ihr das seht. Wisst ihr ja, kennt ihr meinen Satz. Haut da rein, grüßt alle eure Freunde, teilt es, liked es. Habt Spaß mit dem Video. Bye bye, ciao, ciao. Ich bin raus.